Hallo ihr Lieben, haben wir heute also Donnerstag in der Osterwoche. Und was bedeutet das für uns? Ostern heißt eigentlich erstmal, dass wir uns der Wirklichkeit total hingeben, ohne Widerstand. Und dass wir dann schauen, ob Gott sich um uns kümmert oder nicht. Im Grunde ist es ein Test, den wir in jedem Moment tun können. Wir können immer uns Gott anvertrauen, indem wir widerstandslos in diesem Moment auftauchen. Oder wir können unsere eigenen Fäden spinnen, unsere eigene Erzählung uns erzählen und uns versuchen, uns gegen den Rest des Universums zu verteidigen. Einer hat mal gesagt, ja, Jesus soll gar nicht so jammern, was habt ihr überhaupt? Der hätte ja weglaufen können. So, was war die Kreuzigung, außer dass er nicht weggelaufen ist und dass er sich alles hat antun lassen, was die Welt jemanden antun kann, wenn jemand unschuldig ist. Also die Unschuld ist der größte Angriff auf das Konstrukt der Welt, die wir kennen. Die Welt kann es nicht ertragen, wenn jemand unschuldig ist. Beziehungsweise die Geschichte, die wir uns als die Welt erzählen, was wir eben im Kurs des Ego nennen. Und das zu durchkreuzen, das erzeugt all die Wut, die in der Welt sozusagen geparkt ist unter der Oberfläche. Das, was wir Welt nennen, was wir als Welt sehen, ist ein Austausch von Schuld. Und immer mehr Schuld wird hin und her geschoben. Und erzeugt Wut. Wenn jemand nun auftaucht und ganz unschuldig ist, sagt, macht mit mir doch, was ihr wollt, dann kanalisiert sich der ganze Hass der Welt auf diese eine Figur, die der Welt, den anderen zeigt, wie schuldig sie sich eigentlich fühlen und dass auch ein anderes Leben möglich ist. Das ist eigentlich Ostern. Jemand ist nicht weggelaufen. Und diese Praxis des Nicht-Weglaufens können wir immer in jedem Moment praktizieren. Indem wir uns eben nicht von dem ablenken, was jetzt gerade da ist. In uns und außerhalb von uns. Dieser Moment ist immer der Aufruf zur Vergebung. Und Vergebung heißt nichts anderes, als dass das, was gegensätzlich war oder was projiziert, nach außen projiziert wurde oder innen weggedrückt wurde, dass das wieder auftauchen darf. Dass wir also in der Lage sind, das einzuladen, was wir nicht sehen wollen. Auch das einzuladen, was wir nicht fühlen wollen. Dass wir aufhören, uns an irgendeiner Identität zu konstruieren. Ob sie nun spirituell ist oder sonst oder Besonderheit. Jede Art von Besonderheit heißt, dass wir uns mit jemandem anderen vergleichen. Oder auch, dass wir aus dem Meer des Bewusstseins auftauchen wollen, wie eine Welle, die etwas ganz Besonderes sein will, obwohl sie doch nur eine Welle im Bewusstsein ist. Einerseits also Bescheidenheit täte uns gut, unsere Besonderheit einfach zu opfern zu Ostern und zu sagen, okay, ich bin eine Welle im Geist Gottes. Andererseits bin ich aber als diese Welle ganz einzigartig. Wie jemand sagte, der Jesus getroffen hat in so einer Nahtodeserfahrung, er gibt dir immer das Gefühl, dass du allein, dass er dich mehr liebt als alle anderen im ganzen Universum. Und gleichzeitig weißt du, dass er alle genauso liebt wie dich. Das ist das Paradox. Also schutzlos in diesem Moment auftauchen, ohne Widerstand. Und alle Dinge mit Liebe zu berühren, alle Dinge zu segnen, die uns in uns hochkommen, die auf uns zukommen. Das ist das, was Jesus uns aufruft zu tun im Kurs, dass wir alle Leute, die uns begegnen, natürlich alle Wesen, segnen mit der Liebe Gottes. Und wenn wir aufhören, dagegen anzukämpfen, was auftaucht oder wer wir zu sein scheinen oder wo wir zu sein scheinen auf unserem Weg des Erwachens,
dann erkennen wir natürlich, dass wir schon zu Hause sind. Wir müssen keinen Weg zurücklegen. Wir müssen nichts entwickeln, sondern wir dürfen das hervortreten lassen, was schon immer im Hintergrund da war. Und nur durch unseren Widerstand gegen das, was ist, erschien die Welt wirklich scharfkantig, materiell, all diese Dinge. Aber wenn wir den Dingen keinen Widerstand entgegenbringen, sehen wir, dass das alles nur Geist ist, dass das Energie ist, dass es die Schöpfungsenergie Gottes ist, die durch uns hindurchströmt und der wir uns anschließen dürfen und an der wir unseren Anteil haben, weil jeder von uns ein einzigartiger Schöpfungskanal ist. Und zu uns zu stehen, unsere Einheit mit allem und gleichzeitig unsere Einzigartigkeit. Das, denke ich, ist unser Weg, zu uns selbst zu kommen, wie wir in Gott sind. Selbstverleugnung, Jesus sagte, nehmt auf euch euer Kreuz und folgt mir nach. Diese Selbstverleugnung heißt ja nur, dass wir die falschen Anteile in unserem Selbstbild hinter uns lassen. Was wir wirklich sind, ist jenseits von dem, was wir mit dem Verstand verstehen können. Es ist eine Identität, die im Hintergrund immer da ist. Und manchmal zieht uns das Licht eines Bruders mehr an als das eines anderen. Der Master Teacher hatte sein Entourage, seinen inneren Kreis, seine Freunde um sich geschart. Und obwohl viele gestrampelt haben, um dazuzugehören, einige, die noch dabei sind, die kamen nie rein. Der innere Kreis blieb immer der gleiche. Und so haben auch wir unsere Vorlieben. Wir haben Leute, mit denen wir besser klarkommen hier, alte Freunde und andere, die uns nicht so viel bedeuten. Und das dürfen wir anerkennen und dürfen wir so lassen. Wir müssen nicht ständig gegen unsere Mentalität, unsere Vorlieben ankämpfen, auch nicht in dieser Welt. Und ich lese mal was aus dem Kurs hier vor, das vielleicht ein bisschen Licht darauf scheinen lässt. Seite 457 im Text, unter dem Abschnitt 5 im Kapitel 21, zweiter Paragraph. Die Wirklichkeit braucht keine Mitwirkung deinerseits, um sie selbst zu sein. Das ist doch schon mal was Tolles. Die Wirklichkeit braucht deine Mithilfe nicht. Denn die Wirklichkeit, das ist, was uns Leben gibt, was wir eigentlich ausdrücken dürfen in dieser und allen anderen Welten, und sie unsere Mitwirkung nicht braucht, dann dürfen wir uns auch entspannen. Und einfach mal in das Nichtstun eintauchen. Und dieses Nichtstun, dieses sich nicht verbessern wollen, keine Anpassung mehr vornehmen zu müssen, stille sein zu dürfen, daraus zu leben, anstatt aus einer inneren Unruhe, die immer dabei ist, weiter zu rennen, weiter zu wollen, erleuchteter zu werden, sondern nein, ich bin schon da. Und das ist vielleicht unspektakulär, dieser offene Raum des Bewusstseins, in dem ich mich befinde. Vielleicht ist er ganz unspektakulär. Aber die Stille, die all das durchdringt, ist auch dann mein Nachhausekommen, kann ich sagen. Mein Nachhausekommen ist das, was ich eigentlich bin. Da, wo das Kreuz zusammenfällt, wo die Gegensätze zusammenfallen, wo alles aufgegeben und übergeben ist, wo nichts mehr zurückbleibt, wo das Universum aus Raum und Zeit zusammenfallen kann, weil wir keine Investitionen mehr darin sind. Da ist der Punkt der Stille und auch des Lichts der Auferstehung. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht überwinden können.
Es gibt keinen wirklichen Widerstand gegen das Licht. Es gibt nur Orte, wo wir das Licht nicht hinscheinen lassen wollen. Aber wenn wir erkennen, dass wir vor Gott nichts verstecken müssen, weil Gott uns liebt und unsere kleinen dreckigen Geheimnisse für Gott nichts sind, dann können wir uns auch ganz öffnen und sagen, okay, nimm mich so, wie ich bin. Es ist nicht mein Job, mich zu reinigen, sondern das Licht, was du schickst, macht die Aufgabe. Wenn irgendetwas geheilt werden muss, machst du das für mich. Und Heilung heißt immer nur, dass wir das dem Licht übergeben, was wir eingekapselt haben, was wir versteckt haben. Wie auch jeder psychische Krankheit immer nur darauf zurückzuführen ist, sagte ein Psychiater, dass wir einen Abbruch in der Kommunikation gemacht haben, also eine Störung in der Kommunikation. Nichts anderes ist jede Art von körperlicher und geistiger Krankheit, dass wir die Kommunikation universell selbstverständlich ist, selbstverständlich alle Energien miteinander kommunizieren und in diesem Liebestanz sich selbst erkennen und in einer ständigen Ekstase sind, dass wir diesen Tanz der Energien auch hier zulassen, in diesem Traum, der darauf basiert, dass wir für einen Moment so tun, als wenn es nicht so sei. Wird von einem Soldaten gesagt, Jesus hat es erzählt in einem Channeling. Einer, der ihn kreuzigen sollte, der hat den Nagel angesetzt auf seinen Arm. Der Nagel ging ja nicht durch seinen Handteller, sondern unterhalb des Handgelenks. Und er hat ihm in die Augen, der Soldat hat Jesus in die Augen gesehen und hat den Hammer und den Nagel weggeworfen und ist rausgegangen. Und später sind sie große Freunde geworden. Er ist aus dem Militär sofort ausgestiegen, war kein römischer Soldat mehr, sondern hat nur noch Gott gesucht und gesagt, diesen Unschuldigen werde ich nicht, daran werde ich nicht arbeiten, den zu kreuzigen. Also ein Blick reicht aus, um das Leben zu ändern. Und das kann auch dein Blick sein, dein segnender Blick, dein Lächeln kann den Tag eines anderen verändern und seine Lebensrichtung ändern, sagen. Da ist eine Sehnsucht in mir. Und diese Sehnsucht ist so groß, dass nichts auf der Welt sie erfüllen kann. Und ich kann aufhören, immer in die falsche Richtung zu schauen. Ich kann aufhören, das von außen hereinziehen zu wollen, was nur ein inneres Licht erfüllen kann. Nur Gott selbst kann meine Sehnsucht stillen. Wie Augustin sagt, die Quelle wieder sprudeln zu lassen, heißt darum zu bitten, dass diese Quelle in mir offenbart wird. Und das heißt auch, ihren Willen zu tun, dem zu folgen, was diese Quelle von mir gerade will. Und daher meine angemaßte Unabhängigkeit von Gott aufzugeben. Das ist eigentlich das, was Jesus in Gethsemane erlebt hat, er sagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, obwohl das ganz, ganz schlimm ist, was hier gerade passiert. Wir sagen ja vom Kurs her, das war nicht Gottes Wille, aber es war im Grunde die Konsequenz von Gottes Willen, dass das passiert ist. Nicht wegzulaufen, den Menschen zu erlauben, mit ihm zu machen, was sie wollten. Die tiefsten Ängste zu konfrontieren, zu sagen, ich will frei werden und ich werde nur frei, wenn ich deinen Willen tue. Ich verbrenne alles andere im Licht der Auferstehung. Nimm mich Feuer und verwandle mich in reines Gold. Das Gold, was in deiner Sonne leuchtet. Alles andere will ich loslassen. Der Wirklichkeit gewahr zu sein, bedarf hingegen deiner Hilfe, weil es deine Wahl ist. Höre auf das, was das Ego sagt und sieh, was es dich zu sehen anweist. Und so wirst du dich mit Sicherheit als winzig, ängstlich und verletzlich sehen.
Du wirst Depression und ein Empfinden der Wertlosigkeit sowie Gefühle der Vergänglichkeit und Unwirklichkeit verspüren. Du wirst glauben, dass du eine hilflose Beute bist von Kräften, die weit jenseits deiner eigenen Kontrolle liegen und weitaus mächtiger sind als du. Und du wirst denken, dass die Welt, die du gemacht hast, dein Geschick lenkt. Denn das wird dein Glaube sein. Doch glaube niemals, das ist darum, weil es dein Glaube ist, die Wirklichkeit hervorbringt. Also was wir hier sehen, ist ein Universum, das scheinbar gegen uns ankämpft. Und das Ego ist eine Art Überlebenssoftware. Und es kämpft gegen die Sachen an, die wir nicht sehen wollen. Und es kämpft auch gegen die äußere Welt an. Versucht uns einerseits in der seinen Welt zu schützen und andererseits aber auch darin zu halten. Es will uns klein halten, indem es uns einredet, dass wir uns schützen müssen. Wie schützen wir uns gegen die Welt? Wir ziehen uns zusammen. Und diese Kontraktion, sowohl geistig wie auch körperlich, verursacht im Grunde all unsere Probleme. Das erleben wir in Kinderheimen und so, wo Leute, die verraten und verlassen wurden, leben, dass die immer aggressiver werden, wenn sie jemanden in ihr Herz lassen, wenn jemand sie wirklich liebt. Der Widerstand wird immer größer, weil der Schmerz dort, wo sie verraten wurden, immer größer wird. Oder wir haben einen Kontrakt geschlossen, weil wir uns alle selbst verraten haben. Und dieser Kontrakt besagt, wir lassen die Liebe nie mehr so tief kommen, wo wir den tiefsten Verrat erlebt haben. Das schützt uns dafür, da wieder verletzt zu werden. Aber wenn die Liebe uns heilen soll und darf, brauchen wir eben dieses Vertrauen, dass wir die Liebe da wieder hinlassen, wo wir sie nicht mehr haben wollten, wo wir verlassen wurden. Und dass wir eben dort nicht auf die falsche Stimme, auf die Stimme der Trennung, auf die Stimme der Angst hören, sondern einer inneren Intuition folgen, die immer für die Freude spricht, immer für die Liebe spricht. Und wissen, wenn ich dieser Stimme folge, kommt vielleicht alles in mir hoch. Aber letztendlich wird die Liebe mich finden. Es gibt eine andere Schau und eine andere Stimme, in denen deine Freiheit liegt, die nur deine Wahl erwarten. Und wenn du deinen Glauben auf sie setzt, wirst du ein anderes Selbst in dir wahrnehmen. Dieses andere Selbst sieht Wunder als natürlich an. Für dieses sind sie so einfach und natürlich, wie es das Atmen für den Körper ist. Sie sind die selbstverständliche Erwiderung auf Hilferufe und seine einzige. Wunder erscheinen für das Ego unnatürlich, weil es nicht versteht, wie getrennte Geister Einfluss aufeinander haben können. Sie können es auch nicht. Doch können Geister nicht getrennt sein. Dieses andere Selbst ist sich dessen vollkommen bewusst und so begreift es, dass Wunder nicht den Geist eines anderen beeinflussen, sondern nur den eigenen. Sie verändern immer deinen Geist und es gibt keinen anderen. Dieses andere Selbst in dir umfasst also alles, umfasst alle Dinge und auch alle Dinge, die du siehst. Was du sehen kannst, sind also Aspekte deiner Selbst, vor allen Dingen. Und das betrifft auch alle anderen, so wie mir gezeigt wurde, als ich den Himmel gesehen habe, dass jeder von uns einen eigenen Platz im Himmel hat und doch die Gesamtheit dessen einnimmt, was existiert. Also dein Selbst begrüßen und zeigen, okay, zeig mir, wer du bist, zeig mir, wer ich bin. Dir ist das ganze Ausmaß, in welchem die Idee der Trennung die Vernunft behindert hat, nicht klar. Vernunft liegt in dem anderen Selbst, das du von deinem Bewusstsein abgeschnitten hast und nichts, dem du erlaubt hast, in deinem Bewusstsein zu verweilen, ist der Vernunft fähig. So wie wir denken, wie unsere Gedanken funktionieren, sind wir der Vernunft nicht fähig. So, wie können wir die Vernunft erreichen? Das ist die Frage.
Wenn wir unsere Augen schließen und wirklich schauen, was jetzt da ist, dann erkennen wir vielleicht, dass jetzt schon alles in der Einheit ist. Das, was ich von der Welt erfahre, ist schon jetzt in meinem Geist. Alles, was ich als getrennt definiere, da draußen, ist schon jetzt in meinem Geist. Dieses offene Gewahrsein heißt noch lange nicht, dass ich dieses innere Selbst gefunden habe. Das ist das Gewahrsein, das ist der Hintergrund. Aber wo bin ich in all dem? Wo bin ich da? Wie kann das Segment des Geistes, das Bar der Vernunft ist, verstehen, was Vernunft ist? Oder die Information erfassen, die sie gibt. Allerlei Fragen mögen in ihm aufkommen, doch wenn die grundlegende Frage von der Vernunft stammt, so wird sie es nicht stellen. Wie alles, was von der Vernunft stammt, ist die grundlegende Frage offensichtlich einfach und bleibt ungestellt. Doch denke nicht, die Vernunft könne darauf keine Antwort geben. Der Plan Gottes für deine Erlösung hätte ohne deinen Willen und dein Einverständnis nicht aufgestellt werden können. Er muss vom Sohne Gottes auch angenommen worden sein, denn was Gott für ihn will, muss er empfangen. Denn Gottes Wille ist von seinem nicht getrennt, noch harrt der Wille Gottes der Zeit, um vollkommen zu werden. Deshalb muss das, was sich mit Gottes Willen verbunden hat, jetzt in dir sein, das ewig ist. Du musst einen Ort reserviert haben, wo der Heilige Geist wohnen kann und wo er ist. Und er muss dort gewesen sein, seit das Bedürfnis nach ihm aufkam und im selben Augenblick erfüllt wurde. Das würde deine Vernunft dir sagen, wenn du hinhörst. Ja, jetzt schauen wir doch mal, was Meister Eckhart dazu zu sagen hat. Predigt 34, Vers 35 folgende. Darum sage ich, wenn sich der Mensch abkehrt von sich selbst und von allen geschaffenen Dingen, soweit du das tust, soweit wirst du geeint und beseligt in dem Fünklein der Seele, das weder Zeit noch Raum je berührte. Dieser Funke widersagt allen Kreaturen und will nichts als Gott, unverhüllt, wie er in sich selbst ist. Ihm genügt's weder am Vater noch am Sohn noch am Heiligen Geist noch an den drei Personen zusammen, sondern eine jede in ihrer Eigenheit besteht. Ich sage fürwahr, dass es diesem Lichte auch nicht genügt an der Einheitlichkeit des fruchtträchtigen Schoßes göttlicher Natur. Ja, ich will noch mehr sagen, was noch erstaunlicher klingt. Ich sage bei der ewigen und bei der immerwährenden Wahrheit, dass es diesem Lichte nicht genügt in dem einfaltigen, stillstehenden göttlichen Sein, das weder gibt noch nimmt. Es will vielmehr wissen, woher dieses Sein kommt. Es will in den einfaltigen Grund, in die stille Wüste, in die nie Unterschiedenheit hineinlugte, also hineinschaute. Weder Vater noch Sohn noch Heiliger Geist. In dem Innersten, wo niemand daheim ist, dort erst genügt es diesem Licht und darin ist es innerlicher als in sich selbst. Denn dieser Grund ist eine einfaltige Stille, die in sich selbst unbeweglich ist. Von dieser Unbeweglichkeit aber werden alle Dinge bewegt und werden alle diejenigen Leben in Anführungsstrichen empfangen, die vernunftbegabt in sich selbst leben. Dass wir so vernunftgemäß leben, dazu helfe uns Gott, Amen, sagte. Also unser Weg geht in diese Richtung, die stille Wüste der Gottheit zu finden, dort ist unser Zuhause. Und schauen wir mal, dass wir diese Richtung einschlagen können, dass wir ein Gefühl für die Richtung nach innen bekommen, indem wir also erst einmal anerkennen, dass das, was wir erfahren, schon Einheit ist, dass es da nichts Getrenntes gibt, sondern dass die Idee der Trennung ein Konzept ist, an das wir glauben, aber energetisch gesehen oder vom Raum, in dem dies geschieht, gesehen, geschieht dies alles im selben Raum. Dieser Raum ist unser eigener Geist.
Aber wir dürfen uns in die Tiefe fallen lassen, um zu schauen, was da wirklich in uns ist. Wir lassen alle anderen Dinge los, außer das Gefühl, dass wir bewusst sind, dass wir erkennen, in unserem Geist ist eine stille Anwesenheit, die uns sagen kann, ich bin mir bewusst. Und wir öffnen uns Gottes Licht, indem wir tiefer gehen und sagen, zeige du mir den Weg, zeige du mir den Heiligen Geist, zeige du mir, wer ich wirklich bin. Dich an nichts festhalten, sagt Jesus in den ersten 50 Lektionen. Geh einfach an allen Gedanken vorbei, in die Tiefe dort, wo dein Zuhause auf dich wartet. Öffne dich immer wieder gegenüber dem, was um dich herum ist. Akzeptiere keine Grenzen. Und lass dich weiter tiefer sinken, näher zu Gott hin. Ergib dich deinem höheren Selbst. Bitte es darum, die Führung zu übernehmen in dir. Immer wieder alles loslassen, dich dem Licht immer mehr übergeben. Vielleicht erlebst du den liebenden Lichtstrahl Gottes auf dich, der mitten durch dein Sein hindurch geht. Diesem Lichtstrahl kannst du dich anvertrauen, wie ein Surfer sich einer Welle anvertraut, die er abreitet. Da gibt es keine Reflexion, keine Zeit, irgendetwas zu denken, sondern nur da zu sein mit Gott, deinem Vater.
Du kannst dich immer mehr dem Licht öffnen. Das, was in dir wahr ist, brauchst du nicht dadurch zu schützen, dass du dich zusammenziehst. Du brauchst es auch nicht vor dem Licht zu schützen. Das, was du wirklich bist, das bleibst du für immer. Die Wirklichkeit und auch deine Wirklichkeit braucht dein Tun, deinen Schutz, deine Fürsorge nicht. Du bist im Licht zu Hause. Kannst dich deinem Selbst, deinem Höheren, deinem wahren Selbst ergeben. Jeden Widerstand aufgeben und darin aufgehen. Dich immer mehr entspannen. Und darin wirst du frei. Denn das, was wirklich ist, in dir braucht nicht mehr geschützt zu werden. Gottes Plan ist einfach, er dreht sich nie im Kreis und bringt sich nie selber zu Fall. Er hat keine Gedanken außer den selbst ausdehnenden und darin muss dein Wille eingeschlossen sein. Deshalb muss es einen Teil von dir geben, der seinen Willen kennt und ihn teilt. Es ist nicht sinnvoll zu fragen, ob das, was sein muss, ist.
Es ist hingegen wohl sinnvoll zu fragen, warum du dir dessen, was ist, nicht bewusst bist. Denn darauf muss es eine Antwort geben, wenn der Plan Gottes für deine Erlösung vollständig ist. Und er muss vollständig sein, weil seine Quelle Unvollständigkeit nicht kennt. Wo sonst als in der Quelle wäre die Antwort? Und wo bist du als dort, wo eben diese Antwort ist? So muss denn deine Identität, die ebenso sehr eine wahre Wirkung dieser selben Quelle wie die Antwort ist, beisammen und dasselbe sein. Also deine Identität ist gleichzeitig die Antwort natürlich auf die Frage deiner Existenz. Oh ja, du weißt das und mehr als nur das. Doch jeglicher Teil der Erkenntnis bedroht die Dissoziation genauso wie die Erkenntnis es als Ganzes tut. Also wenn du die Wahrheit in einem Teil der Wahrheit erkannt hast, würde das die Dissoziation bedrohen. Das heißt, deine Tendenz, Sachen irgendwo hinzuschieben, dich von Sachen zu trennen. Weil die Wahrheit in sich wie ein Hologramm aufgebaut ist, da gibt es keine Trennung. Da gibt es keine Segmente, die weniger gegenwärtig sind als andere. Alles besteht in vollkommener Kommunikation miteinander. Es hat ja ein Psychologe, der Psychiater, der Dr. Hu Len, sehr gut gezeigt in Hawaii. Da gab es dieses forensische Gefängnis, wo also schwere, schwere Fälle von Verbrecher, die verrückt waren, sozusagen waren, und kaum jemand wollte da arbeiten. Die Leute hatten so eine hohe Medikamentation und trotzdem waren sie gewalttätig und haben die Schwestern angegriffen. Und sie haben einen Psychologen nach den anderen genommen und keiner konnte denen helfen. Und Dr. Hulen hat gesagt: Ja, ich mache das hier, ich werde es verbessern, die Situation, aber ich werde keinen der Patienten selbst anschauen. Ich werde ihn keinen treffen. Ich mache das allein. Ich mache das auf meine Art und Weise. Und seine Lehrerin, die von Dr. Hulen, die hat dieses Ho'oponopono auf eine neue Form gebracht. Bis dahin war das ein Familientreffen, wo also die ganzen Familien und die zerstrittenen Gruppen sich getroffen haben und nach einer bestimmten Modalität in die Vergebung gekommen sind. Und auf einer Insel kann man sich das natürlich nicht leisten, im Krieg zu sein. Und die Lehrerin von Dr. Hulen hat also gesagt, du brauchst nur diese vier Sätze zu sagen und du kannst es alleine machen. Es tut mir leid, bitte vergib mir, danke, ich liebe dich. Und der Dr. Hulen hat nun sich die Akten dieser psychiatrischen Inhaftierten angeschaut, einer nach dem anderen. Es waren ungefähr 60. Und er hat nicht nur die Worte gesagt, sondern hat die volle Verantwortung für diese Leute übernommen, für deren Schicksal. Das hat er immer wieder gemacht. Und dann hat sich die Situation dramatisch verbessert. Die Leute brauchten nicht mehr so viele Medikamente. Sie sind umgekehrt, wie man biblisch sagen würde. Sie sind in die Heilung gekommen, konnten entlassen werden. Letztendlich konnte das ganze psychiatrische Gefängnis dicht gemacht werden. Das heißt, dass alles in der Welt in einer totalen Kommunikation ist. Und es braucht nur einen, der die ganze Verantwortung übernimmt. Dr. Hulen hat es für die forensische Klinik gemacht. Jesus hat es für die ganze Welt gemacht. Und du darfst es für deinen Traum tun. Und was Jesus eben sagt, ist, dass Erlösung ein Spiel ist, das glückliche Kinder spielen. Es ist nicht immer einfach, wenn man das Licht bekommen hat, damit herumzuschleppen, weil man oftmals eben nicht wirklich gut funktioniert. Das weiß Tanja besonders gut gerade. Ja, es ist wie ein Kreuz, was man rumschleppt. Manchmal ist es ein Segen, manchmal ist es ein Fluch, aber es geht nicht anders. Das ist das, was wir gewählt haben, um hier rauszukommen, sagen wir mal so. Und das ist energetisch nicht immer leicht. Das ist intensiv. Das wirft einen aus der Bahn manchmal. Wir sind ja mitten in einem Sturm.
Der Sturm in der äußeren Welt zeigt sich auch dadurch, dass das Gute und das Schlechte beides in die Erscheinung treten, dass beide Gesichter sich zeigen dürfen. Und wir immer wieder wählen müssen, wir uns immer wieder für unsere geistige Gesundheit entscheiden dürfen. Einfach indem wir alles andere loslassen, indem wir alles andere durch uns hindurchgehen lassen. Also hier nochmal, oh ja, du weißt es und mehr als das. Doch jeglicher Teil der Erkenntnis bedroht die Dissoziation genauso wie die Erkenntnis es als Ganzes tut. Und mit jedem Teil kommt sie als Ganzes. Hier ist der Teil, den du annehmen kannst. Das, worauf die Vernunft zeigt, kannst du sehen, weil die Zeugnisse zu seinen Gunsten deutlich sind. Nur die total Wahnsinnigen können sie missachten und darüber bist du hinweg. Die Vernunft ist ein Mittel, das von sich aus der Zielsetzung des Heiligen Geistes dient. Sie wird nicht wie die anderen neu gedeutet und von dem Ziel der Sünde auf ein anderes hingerichtet. Denn die Vernunft liegt außerhalb der Mittel, die dem Ego zur Verfügung stehen. Also die Vernunft hier ist ja im Grunde genommen im Kurs die Verbindung zwischen dem Ego und dem Heiligen Geist. Denn irgendwer muss sich ja entscheiden zwischen dem Ego und dem Heiligen Geist. Und das bist du. Das ist das, was er hier als Vernunft bezeichnet. Also dein Gewahrsein deiner selbst. Und die Vernunft auszudehnen in deinem Geist und das Ego praktisch zurückzudrängen, indem du es nicht ablehnst zu denken, sondern deine Gedanken nicht mehr energetisierst und nicht mehr glaubst, sondern sie einfach vorbeifliegen lässt und darin nicht mehr investierst. Das ist der Weg, der die Vernunft in dir stärkt. Und dann, sagt er hier, wird die Präsenz des Heiligen Geistes ganz von selbst stärker. Es ist wie ein verhangener Himmel, wenn du öfters fliegst, dann hast du immer wieder das Erlebnis, dass das Flugzeug durch die Wolkendecke stößt und oben ist immer Sonnenschein. Und so leuchtet der Heilige Geist immer in deinem Geist. Das Ego ist wie eine Wolkenschicht aus Gedanken. Aber indem du dich mit dem Geist selbst identifizierst, damit, dass du existierst, damit, dass du bewusst bist, damit, dass du liebst, ohne dass du auch schon wissen musst, was für ein Objekt du eigentlich liebst. Nein, du liebst. Liebe ist deine wirkliche Funktion. Durch dieses Gewahrsein kommst du durch die Wolkenschicht hindurch und erkennst, Gott leuchtet noch immer auf mich. Mein Vater hat mich nicht vergessen. Mein Vater hat noch nicht mal zugelassen, wie der verlorene Sohn, dass ich in die Fremde gehe. Ja, ich habe mich mit den Schweinen im Dreck gesuhlt. Ich habe mit den Nutten mein Erbe verprasst. Aber all das ist trotzdem während meines Schlafes geschehen. Ich bin noch immer in meines Vaters Haus. In meines Vaters Haus sind viele Menschen, viele Zimmer. Ich bin noch immer zu Hause. Ich muss nur aus dem Traum aufwachen. Und dazu muss ich vielleicht durch die Schichten der Scham hindurchgehen, wenn ich das noch erlebe, dass ich mich schuldig fühle. Das hat der Master Teacher mal gesagt, als er 80 war. 88 ist er nicht geworden, aber 80. Ich bin vollkommen schuldig, ich selbst zu sein. Und wenn du dich entscheidest, du selbst zu sein, deine eigene Vernunft zu verkörpern, dann wird die ganze Schuld auf dich hin zusammenschlagen. Und zwar auch in der Academy so, wenn du etwas tust, was nicht in dem Narrativ geschrieben steht. So das Narrativ des Wohlverhaltens damals in der Academy war eigentlich, bleib schön allein, bleib ein bisschen isoliert, gib dich mit keinem zu sehr ab. Steh im Licht, kümmere dich nur um das Licht.
Aber als ich mich dann für eine Liebesbeziehung entschieden habe, ich sage, da geht's lang, das ist mein Weg, sind so Wellen der Schuld hochgeschwappt. Aber ich wusste, dass der Master Teacher genau das will, dass wir selbst sind, dass wir unseren Weg gehen, dass wir uns nicht über das Gelaber anderer Menschen kümmern und irgendwie in so einen gleichgeschalteten sozialen Strom eintauchen, wo wir versuchen, gut zu sein in dem, was andere Menschen in uns sehen. Darum ist der Kurs im Wundern für mich kein Gesetzbuch. Es ist kein Buch über das richtige Verhalten, sondern es ist nur ein Buch für dich selbst, über dich selbst, wie du zu dieser Gottesgeburt kommst, die Meister Eckhart beschreibt. Der Teil des Geistes, in welchem die Vernunft liegt, wurde durch deinen Willen, vereint mit dem Willen deines Vaters, dem Aufheben des Wahnsinns hingegeben. Hier wurde die Zielsetzung des Heiligen Geistes gleichzeitig angenommen und erreicht. Die Vernunft ist dem Wahnsinn fremd und diejenigen, die sie anwenden, haben ein Mittel gewonnen, das sich nicht für die Sünde anwenden lässt. Die Erkenntnis liegt weit jenseits jedweden Verlangens. Indessen kann die Vernunft dazu dienen, Türen zu öffnen, die du vor dir verschlossen hast. Ja, schön mal den Rücken kratzen. Dem bist du sehr nahe gekommen. Glaube und Überzeugung haben gewechselt und du hast die Frage, die das Ego niemals stellen wird, gestellt. Sagt dir denn deine Vernunft jetzt nicht, dass die Frage von etwas gekommen sein muss, was du nicht kennst? Das dir aber angehören muss, Glaube und Überzeugung von der Vernunft aufrechterhalten, können nicht umhin zu einer veränderten Wahrnehmung zu führen. Und in dieser Veränderung liegt Raum geschaffen, wird Raum geschaffen für die Schau. Die Schau dehnt sich über sich selbst hinaus aus, wie es der Zweck tut, dem sie dient und wie alle Mittel zu seiner Erfüllung es tun. Also die Vernunft führt dich ganz von selbst zur Schau. Dass Gott hier ist, dass du nach wie vor in Gott lebst und dass diese Welt nur für einen Moment eine Bühne deiner Liebe ist, deiner Vergebung. Wo wir uns noch einmal treffen und sagen, so, das war die Geschichte unseres Nachhausegehens. Wir haben den Widerstand aufgegeben. Paradoxerweise den Widerstand gegen die Illusion mussten wir aufgeben, um über die Illusion hinauszuwachsen. Nur Widerstand lässt das wirklich sein, hält dich gefangen. Darum ist es so wichtig, dass du dich nicht definierst. Und jede Definition wird, da musst du Sachen von dir oder mögliche Dinge von dir wegschieben und sagen, das bin ich nicht, das bin ich nicht, das bin ich nicht. Dieser Widerstand, ist wie ein Angelhaken, in den du reingebissen hast. Ich bin jetzt eine spirituelle Person, ich habe jetzt viel Licht und in mir ist keine Dunkelheit. Ja, stimmt zum Teil, aber da ist vielleicht noch was. Solange du das sagen musst, ist da noch was. Und das hält dich gefangen. Wenn du aber ganz normal, wenn du nichts Besonderes mehr sein willst, nichts mehr aufzeigen musst, dann kann dir das alles scheißegal sein. Stellt sich diesen Moment nur zur Verfügung, sonst nicht. Versuch nicht heilig zu sein. Das hat mich in der Industrie so besonders, hat mir besonders gefallen, dass Leute dort einfach nur Menschen waren und die haben nichts, kein falsches Selbstbild vorgespielt. Das waren einfach Ingenieure. Die haben nicht gegen sich selbst angekämpft. Und diese Art des ganz normalen Daseins, in aller Demut Mensch zu sein und gleichzeitig Gottes Kinder zu sein, in Gott zu leben, aber ohne was Besonderes sein zu wollen, hier, das denke ich, das ist so eine Normalität, die Vernunft uns, wohin die Vernunft uns lenken will. Jede Art von Hochmut, von geistiger Hochmut führt uns immer in die Irre. Wie wir in der Academy damals gesagt haben, die anderen, das sind die Toten und wir sind die Lebendigen. Ja, solange wir an die Toten glaubten, waren wir selbst tot. Da gibt es kein Entkommen. Wir müssen alle mit einschließen, weil alles mein Traum ist.
alles lieben. Also wenn die Liebe zu ganz normalen Menschen in dir erwacht, dann merkst du, ich liebe die Menschen, die ich auf der Straße treffe. Ich möchte sie alle segnen. Ich liebe die Tiere, ich habe Mitgefühl für die Vögel, für die für alles. Dann erwacht der Geist Gottes wieder in dir, denn es ist so, wie Gott denkt. Und darum tun wir das, was wir tun, weil es nicht immer leicht ist, aber diese Liebe auszudehnen, das ist das, warum wir hier sind. Und wenn wir dann in dieser Ausdehnung der Liebe hier sind, sage ich immer, ist egal, wo wir sind. Mehr können wir sowieso nie tun, als Gottes Liebe auszudehnen. Die Idee des Entkommens, der Heimkehr, ist nicht mehr so wichtig, weil der verlorene Sohn sagt, okay, ich bin hier gerade bei den Schweinen, aber ich segne gerade, ich bin gerade hier, um die Schweine zu segnen, aber ich bin eigentlich schon zu Hause. Ich bin hier in meines Vaters Haus. Ich bin in meines Vaters Auftrag. Ich segne die Nutten, ich segne die alle und bringe sie alle mit mir nach Hause. Das ist mein Job jetzt. Das ist nicht mal einfach, energetisch anstrengend zu funktionieren und das alles zu halten. Aber uns bleibt keine Wahl, weil die Liebe unser Vater ist und nicht irgendein mittelmäßiger Gott, der zwischen Gut und Böse ständig hin und her oszilliert. Unser Gott ist ein Gott reiner Liebe und dazwischen gibt es keinen Kompromiss. In welchem Buch lese ich von Meister Eckhart? Hier, das ist mein Meister Eckhart. Habe ich nach vielen Jahren wieder angefangen. Jetzt bin ich endlich bereit dazu. Hauser Verlag. Ja. Also diese Entscheidung ist immer da zwischen Liebe und sagen wir Ärger, jeden Moment. Das ist Ostern, den Weg zu Ende zu gehen. Nicht mehr zu, wie sagt man, zu schwanken. Und selbst wenn wir schwanken, uns letztlich, wie es so beim Segeln natürlich passiert, die Wellen werfen ein Boot um, aber wenn das Boot sein Segel gesetzt hat und der Wind gegen die Segel drückt, dann liegt das Boot vielleicht schief, aber es ist stabil. Der Wind hält das Boot stabil. Und es kann auch gegen den Wind ansegeln. Das wissen wir erst seit den arabischen Foksegeln. Vor den arabischen Segeln gab es nur ein Segeln weg vom Wind, aber jetzt können wir gegen den Wind segeln, wenn wir Kurs halten. Und dazu braucht es einen gewissen Widerstand, eine gewisse Geschmeidigkeit, sagen wir mal. Eine Geschmeidigkeit wie der Bambus, wo wir unseren Weg gehen, auch wenn es Gegenwind gibt. Ja, machen wir noch ein bisschen Musik, Anja. Das war es eigentlich. Danke, Peter. Ja, danke, Peter. Es war total schön. Danke, danke, danke für diesen göttlichen Raum. Danke.